Hallo zusammen, Thomas hier von der RAW Akademie. Falls ihr noch nie etwas von dem Lightroom Blitz gehört habt, dann solltet ihr dranbleiben, denn heute zeige ich euch, was das ist und wofür man den benutzen kann. Der Lightroom Blitz ist kein selektives Werkzeug wie beispielsweise der Verlaufsradialfilter oder der Korrekturpinsel, mit dem ihr so einen Blitz oder eine Blitzaufnahme oder den Effekt eines Blitzes nachahmen könnt, sondern der Blitz in Lightroom zeigt euch die Prozessversion an, in der dieses Foto oder das jeweilige Foto zuletzt bearbeitet wurde. Und dieser Blitz taucht als sehr unscheinbares mal wieder als sehr unscheinbares Symbol auf, und zwar hier im im Entwickelmodul. Und zwar, wenn ihr hier das Histogramm aufgeklappt habt, ist das hier unten rechts, da seht ihr so einen kleinen Blitz, und solltet ihr das Histogramm nicht aufgeklappt haben, dann erscheint er oben links. Auf jeden Fall ist dieser Blitz auch immer sichtbar, sofern er denn eben relevant ist. Und der Blitz zeigt euch an, dass das jeweilige Bild, das ihr da gerade seht, in einer älteren Lightroom-Version von euch bearbeitet wurde. Das heißt, wenn ihr schon etwas länger mit Lightroom arbeitet, dann zeigt der Blitz auf jeden Fall an, dass dieses Bild, was ihr da gerade seht, in einer Version mit Lightroom vor der Version 4 bearbeitet wurde. Denn seit der Version Lightroom 4 bis zur aktuellen Version Lightroom 6 respektive Lightroom CC hat sich die Prozessversion nicht geändert. Allerdings in den Versionen von Lightroom 3 bis 1 gab es zwei verschiedene Prozessversionen. Und in der Version Lightroom 3 gab es die Prozessversion 2010. Und dieses Foto habe ich hier in der Version mit Lightroom 3 bearbeitet. Und dementsprechend sehe ich in der aktuellen Version von Lightroom, bei mir Lightroom CC, sehe ich eben diesen Blitz, und der zeigt mir, wenn ich jetzt mit dem Mauszeiger darüber gehe, an, in welcher Prozessversion ich das Bild bearbeitet habe, beziehungsweise mit welcher Prozessversion, Schrägstrich, mit welcher Lightroom-Version ich das Bild bearbeitet habe. Und das ist eben die Version noch vor der Version Lightroom 4, also mit der Prozessversion 2010. Und da könnt ihr sehen, falls ihr schon länger mit Lightroom arbeitet, ich habe ja Wiederherstellung auf Helllicht und eben nicht Helligkeit, Weiß, Tiefen, das habe ich hier noch gar nicht zur Verfügung, womit ich eben noch etwas nuancierter die Bilder bearbeiten kann, sondern ich habe eben hier noch diese alten Einstellungen. So, und jetzt, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich dieses Bild oder eben natürlich auch viele Bilder, die ihr in einer entsprechenden Sammlung oder hier in dem Filmstreifen habt, könnt ihr von Lightroom auf die aktuellste Prozessversion umstellen lassen. Und das ist ganz einfach. Braucht dann einfach nur auf diesen Blitz hier klicken. Und dann öffnet sich hier ein ergänzender Dialog. Und der erklärt hier mit relativ vielen Worten, dass die Gefahr besteht, dass wenn ihr das Foto oder eben eine ganze Reihe von Fotos auf die jetzt aktuelle Prozessversion umstellt, dass sich dann eben das Erscheinungsbild der Bilder ein wenig ändern kann. Aber grundsätzlich könnt ihr davon ausgehen, je neuer die Prozessversion ist, umso mehr holt Lightroom aus euren Bildern raus. Und dementsprechend solltet ihr keine Scheu haben, hier auf Aktualisieren zu klicken. Und um euch das auch zu zeigen, dass das auch ein reversibler Prozess ist, mache ich hier einfach mal ein paar Einstellungen. Ich nehme also mal die Wiederherstellung hier ein bisschen höher. Komm, ich mache die hier mal auf 100%, damit das auch richtig gut zu sehen ist. Und ich gehe hier mal mit dem Auffälligkeit auch ein bisschen rauf. Also habe jetzt hier, merken wir uns das mal, 157, also für die Wiederherstellung 100 und für das Auffälligkeit 57. So, und jetzt stelle ich mal die Prozessversion um und sage aber erstmal nur, nicht alle Fotos im aktuellen Filmstreifen, sondern eben nur diese eine Aufnahme, und sage mal aktualisieren. Und da ich das ja eben eingestellt habe, sehe ich jetzt hier unter Umständen einen Unterschied von der Aufnahme vorher zu der Aufnahme nachher. Das kann ich jetzt wieder abschalten und habe eben jetzt, ich habe es ja gerade gesagt, hier eben auch die aktuellen Einstellungsmöglichkeiten, Lichter, Tiefen, Weiß, Schwarz und so weiter. Und ihr seht auch, dass Lightroom automatisch eben hier auch Anpassungen vornimmt und setzt die alten Entwicklungseinstellungen auf die aktuellen neuen um. Solltet ihr feststellen, dass das Bild dadurch
für euren Geschmack nicht unbedingt besser geworden ist, sondern dass die alte, in Anführungsstrichen, alte Entwicklungsversion die bessere ist, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, und das ist ganz wichtig, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, auf die alte Version wieder zurückzuspringen und vor allen Dingen auch mit den Einstellungen, die ihr damals gemacht habt. Also Lightroom ist wirklich in der Lage, das auch wieder komplett zurückzunehmen und hat sich auch die Einstellungen gemerkt, die mit der alten Prozessversion verbunden waren. So, und dazu gehe ich jetzt hier mal auf Kamerakalibrierung, denn auch hier hat man die Möglichkeit, alternativ die Prozessversion entweder auf die aktuelle Version umzustellen oder in dem Fall auf eine ältere Version. Und wir waren eben bei der Version 2010, da gehe ich jetzt wieder hin. Das Bild sieht jetzt, ihr habt es gerade gesehen, wieder ein bisschen anders aus und ihr habt euch das bestimmt genau so wie ich gemerkt. Wir haben nämlich jetzt hier wieder Wiederherstellung auferlegt bei den Werten, die wir eben hatten, 157. Also, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr eure älteren oder eure Fotos, die ihr mit einer älteren Lightroom-Version entwickelt habt, auf die aktuellste Entwicklungsversion umstellt, dass ihr dann nie wieder an die alte Variante drankommt, weil die vielleicht doch besser ausgesehen hat. Ihr kommt also jederzeit wieder an die alten Entwicklungseinstellungen dran. In den meisten Fällen ist die aktuellste Prozessversion eben die bessere, weil sie aus euren Bildern eben mehr rausholt als die älteren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RAW.TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.